Also, wir starten jetzt einfach mal langsam rein. Mein Gedankengang. Und zwar, ich habe das letzte Mal war es ja so, dass wir Benny stellen wollten und dann ist dieser feige Mann abgehauen. Und das ist kein Problem. Also, das würde ich wieder so machen. Beziehungsweise würde ich so akzeptieren. Aber ich habe das Problem gehabt und da bin ich mir halt echt nicht sicher. Ich habe offscreen was gucken wollen und dazu musste ich aus dem Tops raus. Also habe ich den Speicherstand geladen, bin aus dem Tops rausgelaufen und dann hat mich auch schon wieder jemand angesprochen. Und das ist einer der großen Events, nenne ich es mal. Es gibt mehrere größere Events, die sagen, hey, jetzt bist du in der Story vorangeschritten, mach jetzt das. Und ich glaube, dass ich das eigentlich erst später bräuchte als jetzt. Jetzt habe ich überlegt. Der bleibt doch sicher, während ich diese Quest so habe, wie sie jetzt ist, diesen Stand. Bleibt er doch da sicher sitzen und bewegt sich nicht mehr. Bis ich halt wiederkomme und ihn dann tatsächlich umbringen möchte. Dass ich ihn jetzt so sitzen lasse und noch ein bisschen die Mojave erforsche und dann halt später die Quest weitermache. Weil ich nicht sicher bin, ob mir dieses große Event, was dann passiert, also oh, wie heißt denn? Dieser Trigger im Spiel nicht irgendwas kostet, was ich eigentlich noch machen wollen würde. Versteht ihr, was ich meine? Oder sagt ihr einfach Scheiß drauf. Ich nehme diesen Trigger. Hallo. Hauptstory erstmal canceln. Ja, das bringt mich quasi an einen ganz bestimmten Punkt in der Hauptstory, den ich glaube ich sofort wahrnehmen muss. Also ich glaube nicht, dass ich den aufschieben kann. Ich kann es ja mal kurz erklären. Man kommt normalerweise aus dem Tops raus. Beziehungsweise ich kann es auch einfach kurz zeigen. So kann man es machen. Ich kann es euch einfach kurz zeigen. Also das ist jetzt der Speicherstand, wie wir gestern, das letzte Mal aufgehört haben. Ich habe Benny zu seiner Flucht verholfen. Unsere Jungs haben die Einschienen indirekt. Wieder zum Laufen gebracht. So. Dann sagt er auch nochmal hier. Große Klasse. Benny verzieht sich und ich darf hier alles am Laufen halten. Wie kann ich Ihnen helfen? Gut. Und wenn ich jetzt rausgehe, wartet da draußen eben jemand. Die Augen des mächtigen Caesar ruhen auf Ihnen. Er bewundert Ihre Leistungen und verleiht Ihnen das außergewöhnliche Geschenk seines Zeichens. Ach du Monkey, dumm finde ich auch gut. Die Sie gegen die Legion begangen haben, sind hiermit vergeben. Caesar wird kein zweites Mal Gnade walten lassen. Mein Herr wünscht Ihre Anwesenheit in seinem Lager am Fortification Hill. Sein Zeichen gewährleistet eine sichere Reise durch unsere Ländereien. Übrigens interessiert es Sie gewiss, dass der von Ihnen gesuchte Mann den Strip verlassen hat und vermutlich gerade zu Caesars Lager eilt. So, und das ist jetzt eben der Typ. Der gibt mir jetzt quasi, ich nenne es jetzt mal Absolution. Der gibt mir jetzt quasi Absolution, mich zu dem Caesar zu begeben und ich darf in ihre Lager rein. Und er sagt das auch, das ist das einzige Mal, das ist ein einzigmaliges Angebot, weil selbst wenn ich vorher richtig Mist gebaut habe und die mich eigentlich hassen, die Caesars, würde er dafür sorgen, okay, vergeben und vergessen, aber du begibst dich jetzt dahin und redest mit Caesar. Und es ist halt echt lange her. Ich will mir jetzt nicht ein paar Sachen verhauen. Oder sagen wir einfach, wir kacken da drauf und machen das. Also, weil du gerade schreibst, du würdest die Hauptstory weiter sehen, du musst nicht unbedingt jede Sidequest sehen, Herr X. Das Ding ist, dass es ist im Fallout und Elder Scrolls-Universum eigentlich sehr ähnlich, dass die Sidequests meistens das Interessantere sind. Und
dadurch, dass es Fraktionen gibt, will ich mir nicht irgendeine Sidequest von irgendeiner Fraktion kaputt machen, die eigentlich ganz cool ist. Zumal ich die Story, also das Durchspielen, eh erst am Schluss machen wollen würde. Also ich würde zum Beispiel die DLCs auf jeden Fall vorher noch machen wollen würden. Dingsbums. Und jetzt gesetzt im Fall, dass Benny tatsächlich in seiner Suite wartet, wenn ich diese Quest einfach nicht weiter progressiere, könnte man ihn da halt erstmal sitzen lassen. Ich meine, ich denke, ich werde jetzt auch nicht jede Nebenquest machen. Das wär, denke ich, too much. Und wie gesagt, entscheide du. Warum will Caesar mich sehen? Zu ihm und sie werden es verstehen. Zu Caesar gelangen sie über die Cottonwood Cove südlich von Nelson. Der Cursor Lucullus wird sie erwarten. Der klingt schon so schmierig, der Typ, gell? Zeichen Caesars hinzugefügt. Das bei Sonstiges wahrscheinlich, oder? Hier. Du hast eine Idee bzw. Vorschlag, Herr X. Okay, hau raus. Bam. Ich würde das Lager von Caesar zeigen und dann wieder den Punkt von Benny laden. Weil du die Legion echt interessant findest. Komme ich direkt zu denen? Dieses Legion neutral. Komme ich da einfach dahin, wenn ich dahin laufe? The sun is killing me. Jungs, beruhigt euch. Alles gut. Ich meine, ich weiß ja nicht, welche Trigger ich mir dadurch versau. Das ist das Ding. Vielleicht kann man es auch so lassen. Vielleicht kann ich diesen Weg jetzt so gehen. Ich weiß es gar nicht mehr. Wir können es einfach, wie du sagst, einfach mal ausprobieren. Und mal schauen, was das Spiel dann von mir möchte. Ob ich immer noch meine freien Entscheidungen treffen kann oder ob ich jetzt eingeschränkter bin, nur weil ich das jetzt schon gemacht habe. Welche Fraktion ich mich anschließe? Wahrscheinlich keiner. Ist eine Höhle. Goldmine. Monkey, das Haus gewinnt immer. Auch wenn es im Deutschen, glaube ich, ein Übersetzungsfehler ist. Und das heißt, der Haus gewinnt immer. Wegen 48 verschiedener Artikel. Aua! Ich glaube ja, Herr X. Beziehungsweise machst du halt dein eigenes Ding. Wieso darf ich das hier looten? Okay, wieso kann ich das hier nicht öffnen? Ich hab doch Dietrich 100, oder nicht? Nicht dumm.
Dietrich 100. Und Dietrich habe ich ja, oder? Lockpick-Set. Hacklermann 46. Wieso kann ich das nicht aufmachen? Ah, jetzt. Okay. Eine Scout-Rifle. Ist die so gut wie das Ding, was ich gekauft habe? 74, 49. Ja, sogar besser. Wenn ich das richtig sehe. Schießt auch die gleiche Muni, als ob ich mir die umsonst gekauft. Tja. Hat sich ausgezahlt, klauen zu können. Ja, so habe ich es nämlich auch im Kopf, Monkey. Dass man sich entscheiden muss an mehreren Stellen. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich jetzt auch einfach nicht dahin gehen. Also das mit Benny so sein lassen und jetzt halt einfach nicht hingehen. Ich mache mal nochmal extra Speicherstand. Caesar treu ergeben. Ja, ja, du mich auch. Der da oben hat eine schicke Rüstung an. Aurelius of Phoenix. Ein Verderbter mit dem Zeichen Caesars? So weit ist es also schon? Corso Lucullus wartet mit der Barke an den Docks. Er bringt sie zum Fort, wo sie mit Caesar sprechen werden. Wie erreiche ich das Fortification Hill? Corso Lucullus erwartet sie an den Docks. Er bringt sie zu Caesar. Ja, okay. Passiert hier viel bei der Legion? So viel die Feigheit der Verderbten zulässt. Sie hatten noch nicht die Nerven, uns hier anzugreifen. Aber wir fangen ihre Patrouillen ab. Ich habe 2 Contubernia unter meinem Kommando und 4-mal so viele Feinde getötet und gefangen genommen. Krass. Bezahlen Sie ein Kopfgeld für die RNK-Soldaten, die ich töte? Die Beseitigung Verderbter sollte nie unbelohnt bleiben. Für jede Marke bezahle ich eine kleine Summe. Oh. Falschen. Wenn Sie mir Munition und Vorräte dafür geben, kann ich in der Gegend bleiben und Feinde töten. Dann gehen Sie zu Decanus Severus, wenn Sie Marken haben. Er hat die Aufsicht über unsere Vorräte. Nette Rüstung, die Sie da tragen. Es ist die Rüstung eines Centurios. Sie haben die seltene Ehre, sie unbefleckt vom Blute Unterlegener zu sehen. Sie müssen derjenige sein, der hier das Sagen hat. Aber natürlich bin ich das, Dummkopf. Ich bin ein Centurio. Als Vulpes Inculta die RNK mit einer List aus Searchlight vertrieb, befahl Caesar persönlich, mir dieses Lager zu errichten und die Verderbten zu jagen. Es ist eine bescheidene Präsenz, ein einzelner Finger der Legion, der über den Fluss reicht. Aber der Finger hat einen eisernen Knöchel. Mich. Ich habe Erkennungsmarken zum Tauschen. Schon gut. Ich gebe die ihm mal nicht, vielleicht kann ich mit denen noch was anderes machen. Steht da. Das irgendwas. Ey, der hat ja voll das heiße Zimmer hier. Halt! Was haben Sie in Cottonwood Cove zu suchen, Außenseiter? Ich bin nur ein bescheidener Händler auf der Durchreise. Also gut, Sie können weitergehen. Seien Sie jedoch gewarnt. Mit Aggressionen uns gegenüber verdienen Sie sich einen Platz am Kreuz. Mhm. Und ich hoffe, dir ist klar, dass ich im Zimmer von deinem Big Boss bin, der hier ist. Der hier stationiert ist.
Oh, Muni. Gibt nicht mal negatives Karma. Oh, Muni. Oh, Muni. Noch mehr Muni. Okay, da waren Cowboy-Repetiere drin. Ja, es ist auch nicht schlimm, X. Also, der Andi kannte das Spiel bis vor 2 Jahren oder so auch noch nicht. Also, er kannte es, aber hat es halt nicht gespielt. Caesar, gehen Sie weiter. Sag mir nicht, was ich zu tun habe. Wieso liegt hier einfach so ein Kopf rum? Was machst du mit dem, hä? Huh? Was machst du mit dem Kopf? Brauchst du gar nicht da hinten in die Ecke standen. Sag mir, was du mit dem Kopf machst. Sag mir, was du mit dem Kopf machst, der da liegt. RNK-Erkennungsmarken. Ihi, und versteckt, er sieht mich nicht. Wieso gibt das kein negatives Karma? Strange. Das könnte ich aufspüren. Oh, Kenny, wir werden hier gegen unseren Willen festgehalten. Bitte helfen Sie uns. Ich arbeite daran. Schon gut. Es ist ja schön, dass jemand irgendwas tut. Das Letzte, was ich will, ist eine Legionärshure zu werden, die man sonst wohin schickt. Vielleicht wirst du zu so einem coolen Kopf, der da drin liegt. Bitte, Mister. Haben Sie Gnade mit uns. Lassen Sie uns frei. Ich flehe Sie an. Konnte man sie gefangen. Meine Familie wurde von einem Rudel Legion Raider bei Searchlight überfallen und Frank, dieser Waschlappen, ist einfach weggelaufen. Ich habe keine Ahnung, wo er ist, aber wenigstens kann er uns nicht mehr misshandeln. Ich finde die Nutella-Croissants aber echt nicht schlecht, muss ich sagen. Hat er dich verletzt? Seitdem er vor einigen Jahren seine Arbeit verloren hat. Die Nutella-Croissants, ich finde die nicht schlecht. Das Eis hingegen fand ich richtig langweilig. Die Kleinigkeit bekamen wir die Route zu spüren. Wir versuchten ihm zu entkommen, als die Legion auftauchte. Zum Glück ist der Feige davongelaufen. Aber die Sklaverei hatten wir uns nicht erhofft. Mal sehen, was ich tun kann. Danke. Vielen, vielen Dank. Kein Ding, aber noch habe ich nichts gemacht. Caesar treu ergeben. Hi. Hi. Na, ich will sie nicht beklauen. Ich will mit ihm reden, verdammt. Oh, es ist einfach schrecklich hier. Können Sie uns nicht helfen? Ich arbeite daran. Schneller. Die Wachen glotzen mich an wie ein Stück Fleisch. Nom, nom, nom. Für die folgende Untersuchung muss ich sie zuerst einmal nommen. Nom, 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 nom. Decanus Severus. Sie sind die Person, von der Lucullus gesprochen hat. Er erwartet sie unten bei den Docks. Yo, Broody, du hast behaarte Arme. Ihr Centurio hat mir gesagt, dass sie hier Erkennungsmarken gegen Vorräte tauschen kann. Und weiter? Ich habe Erkennungsmarken zu tauschen. Was wollen sie dafür haben? Armor. Hier ist ein voller Sprengstoff. Das war's. Ich habe ja ein paar Fragen. Was ist das für ein Ort? Ein Außenposten der Legion. Was dachten Sie denn? Wir haben den Fluss überquert, nachdem die Verderbten aus Searchlight geflohen waren. Hier bereiten wir Überfälle und Gefangenentransporte vor. Wie sieht Ihre Rolle hier aus? Ich bin ein Offizier der Legion vom Rang eines Dekan. Im Lager befehlige ich normalerweise ein Kontubernium von 8 Legionären. Aber unter unseren Verlusten war auch der andere Dekan. Also befehlige ich die restlichen Truppen. Ich unterstehe aber natürlich Centurio Aurelius. Habt ihr hier eine Menge Action gegen die RNK? So viel ihre Feigheit es zulässt. Die Verderbten meiden den offenen Kampf. Aber an guten Tagen stoßen wir auf eine ihrer Patrouillen. Ihre Minen machen uns mehr Schwierigkeiten als ihre Treffsicherheit. Die ist nämlich nicht besonders hoch. Das ist ein Stormtrooper. Ich kann Ihnen beibringen, wie man Pulverladungen herstellt. Wenn sie stärker sind als die Minen der Verderbten, dann gerne. Hier, lassen Sie sich Zeit. Diagramm Pulverladung zeigen. Blechdosen, Schießpulver, Altmetall und Klebeband? Ha, das wird problemlos zu beschaffen sein.
Ich kann Ihnen beibringen, wie man die RNK-Minen entschärft. Das wäre sehr nützlich, vor allem wenn wir sie wieder scharf machen und selbst einsetzen könnten. Der Trick dabei ist wohl, die Mine sehr, sehr vorsichtig aufzuheben. Mhm. Genau das. Vor allem klingt mein Charakter so überzeugt davon, das zu tun. Ja, also ich glaube, die muss man aufheben. Okay, du wirkst dir selber nicht so sicher, oder? Doch, doch, ganz sicher, du musst sie aufheben. Legion Merchant. Can I see what you got for sale? Take a look on it. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Ich überlege gerade, soll ich die Sniper Rifle dann jetzt verkaufen? Ich meine, sie ist anscheinend schlechter. Um einiges. Bin doch nicht doof, oder? Wiegt auch, glaube ich. Weniger, ja. Na dann. So viel Geld hast du gar nicht. Puh. Nicht mal ansatzweise. C4 Plastic Explosive. Ich hab das Gefühl, das macht eine ganze Menge Damage. Nee. Single Shotgun. Ich glaube, ich muss das Sniper-Gewehr wieder zurücknehmen. Das kann der nicht bezahlen. Dann würde ich aber auch das da wieder zurückgeben. Brauche ich nämlich nicht. Ja, bei Panzerdinger ist es schon klar. Wobei, wenn ich da drauf steppe, dann trotzdem nicht. Panzerminen lösen auch bei mir aus. Ich bin ein deutscher Panzer. Rocket. Ja. Ein Weit. Ave, Caesar treu ergeben. Da hinten ist ein Boot. Ich glaube, ich habe mich hier noch nie umgeguckt. Okay, in die Häuser kann man nicht rein. Ich glaube, da bin ich jetzt gar nicht so unglücklich drüber. Keine Ahnung, wo der ist. Und Mine schreibt man immer noch mit I, nicht mit IE. Herr X, ja? Möchte ich nur gesagt haben. Hier ist niemand, okay. RNK-Erkennungsmarken. Die sind ganz schön groß. Nee, ich lüge nicht. Ich lüge nie. Caesar, allein das ist schon eine Lüge. Ich finde das ja so cool mit dem Pip-Boy als Taschenlampe. Okay, so. Dann speichere ich jetzt hier auch nochmal. Der da. Ist da drüben noch? Quintus Vulvius. Okay.
Okay, ich kann hier entweder Junkies oder Todesklauen angreifen. Ich lasse mir mal beide Quests geben, weil der spricht nicht. Keine Ahnung, warum er nicht spricht. Ich würde Fallout 4 auch streamen, ja. Fallout 4 habe ich auch. Also da ist die Erinnerung frischer. Also da wäre ich vielleicht auch nicht so lost, wie ich es jetzt hier teilweise manchmal bin. So, nochmal. Wird schon passen. Arve, sind Sie bereit für die Reise flussaufwärts? Ja, auf Fallout London warte ich ja auch. Sieht auch sehr, sehr gut aus. Was wird am Fort passieren? Sie werden bald dem mächtigen Caesar gegenüberstehen, dem Gründer der Legion, Bezwinger von 86 Stämmen. Soviel ich weiß, ist dies das erste Mal, dass Caesar einen der Liederlichen zu sich eingeladen hat. Nicht einmal Häuptlinge erhalten diese Ehre. Womit verdiene ich diese Ehre? Das sollten Sie wohl besser wissen als ich. Aber Sie müssen erstaunlich sein, dass Caesar so ein Interesse zeigt. Oh, danke. Wieso nennen Sie mich liederlich? Alle außerhalb der Legion sind Liederliche. Sie leben im Dreck, ohne jegliche Moral, Mäßigung, Zügelung und Selbstbeherrschung. Schon ihre Existenz ist Gift für das Allgemeinwohl. Noch schlimmer sind die Verderbten, die Unterart der Liederlichen diesseits des Flusses. Sie halten sich für zivilisiert und sind doch korrupt und selbstsüchtig. Sie werden die Wahrheit schon noch früh genug erkennen. Ich bin bereit, mit Ihnen zu reisen. Die Reise dauert ein paar Stunden. Nehmen Sie im Boot Platz. Auf Befehl Caesars müssen alle Besucher ihre Waffen und verbotenen Gegenstände abgeben. Was ist alles verboten? Alkohol und Drogen. Und dazu zählen auch Stims und andere Suchtmittel. Ich muss diese Medikamente bei mir haben. Angeborene Herzfehler. Ich weiß nicht, warum Caesar mit einem physisch derart unterlegenen Zwerg sprechen will. Doch ich werde diesmal eine Ausnahme machen. Sie tragen zwar Caesars Zeichen, aber wagen Sie es innerhalb des Forts nicht, Ihre Medizin unter die Leute zu bringen. Warum lassen Sie mich nicht einfach weitergehen? Caesar hat die Einnahme von Drogen und Alkohol strengstens untersagt. Besucher müssen außerdem ihre Waffen abgeben, so der Befehl. Wenn Sie in Frieden kommen, besteht auch kein Grund, Waffen zu tragen. Sie werden nicht zu Schaden kommen, so dies nicht Caesars Wille ist. Nichts da, ich behalte meine Waffen. Letzte Warnung! Entledigen Sie sich Ihrer Waffen und verbotenen Gegenstände, oder Sie werden die Konsequenzen tragen müssen. Der hat jetzt gerade ein Messer gezogen. Sure, I agree to disarm. Sie erhalten Ihre Besitztümer zurück, wenn Sie gehen. Awe, true to Kaiser. Mhm, kein Grund, Englisch zu reden. Ja? Ich mag es ein bisschen heller haben. Sklavin. Meine Füße bringen mich um. Oh, du Arme. Dale Barton! Sie sind also der Besucher, von dem die Legionäre gesprochen haben. Wenn Ihnen nach Handeln zumute ist, sagen Sie es einfach. Mit was soll ich denn handeln? Ich habe ja nicht einmal mehr alles dabei. Haben Sie Caesar hier getroffen? Ich hatte noch nie die Ehre, aber ich bin seinem Stellvertreter Legat Lanius über den Weg gelaufen. Das war eine unerfreuliche Erfahrung. Tell me about the Legat. Die Legionäre sagen, er sei der Beste in ihren Reihen. Ein Schrank von einem Mann, der in der Schlacht eine kunstvolle Maske trägt. Er hat eine meiner Pack-Brahmin getötet, nur weil sie im Weg stand. Aber ich habe mich gehütet, mich zu beschweren. Ich würde gerne mehr über Sie erfahren. Schießen Sie. Sind Sie Teil der Legion? Nein, ich bin selbstständiger Händler und komme aus Arizona. Ist es gefährlich, mit der Legion zu handeln? Ganz und gar nicht. Das sind meine besten Kunden. Solange man ihnen keine Drogen oder Alkohol zu verkaufen versucht, behandeln sie einen fair. Auf Legions Territorium benötige ich meistens nicht mal Wachen. Sämtliche Banditen sind entweder tot oder haben sich aus dem Staub gemacht. Handeln Sie überhaupt mit der RNK? Man bleibt besser in Arizona und New Mexico, wenn man keine Wachen anheuern oder zu Steuerzahlungen gezwungen werden will.
Aber wenn sich die Gelegenheit bietet, überquere ich den Fluss bisweilen auch. In Ordnung. Ja, apropos, Alkohol ist gar nicht so meins, Herr X. Also, ich bin da eher die, in Anführungszeichen, wie man ja so schön sagt, weibliche Variante. Also, wenn dann irgendwas mit Geschmack, vielleicht ein Radler oder sowas. Oder halt gleich härteres Zeug, was halt schmeckt. Zum Beispiel Absinth. Show me what you have for sale. Kann ich dir meinen Sniper verkaufen? Ja, geht sogar. Das ist sogar das Geld, dann mache ich das. Und ich kann die geklaute Gegenstände verkaufen. Interessant. Aber ansonsten hast du nichts Interessantes. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie... Habe ich gerade EP bekommen dafür, dass ich ihm geklaute Gegenstände verkauft habe? Ach nee, das war einfach nur ein Erfolg, den ich errungen habe. Okay. Okay, da gehe ich jetzt mal nicht lang. Das sieht aus, als würde es nirgendwo hinführen. Da drüben ist der Damm. Lake Mead Höhle, okay. Dann haben sie mir aber doch meine Waffen gelassen, oder konnte ich jetzt nur mit denen handeln? Nee, ich hab sie noch. Strange. Ich finde Absinth lecker, ja. Alles okay? Kind. Ich wusste gar nicht, dass es hier Kinder gibt. Da weitergehe, ist theoretisch die Höhle. Okay, aber das mache ich dann ein andermal. Caesar, treu ergeben. Ja, nimm die Socke aus dem Mund. Oh, das machst du aber wunderschön. Ja, nee, da muss ich noch. Hier, da, siehst du? Genau. Ja, du bekommst es langsam raus, mit ein bisschen Übung. Ave, Caesar, treu ergeben. Sklavin. Interessant. Schöne Konstruktion. Siri. Wenn Sie verletzt sind, dann habe ich vielleicht etwas Heilpulver für Sie. Sagen wir einfach, die Legion ist sehr, 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 sehr drastisch und rein / sauber, um vorsichtige Formulierungen zu verwenden, die aber sehr drastisch sein können in diplomatischen und kriegerischen Verhaltensweisen. Du bist ein Doktor? Meine Ausbildung habe ich nie abgeschlossen. Dafür hat die Legion gesorgt, als sie meine Heimatstadt überrannt hat. Entschuldigung. Ich kenne mich mit Erster Hilfe aus. Aber zur Behandlung von Krankheiten und Verletzungen verwende ich Stammesmittelchen. Pülverchen und so. Alexa. Xanderwurzel. Frische Benachrichtigungen. Brockblumen gibt es aber reichlich. Danke. Haben Sie etwas zu verkaufen? Zu verkaufen? Ich bin eine Sklavin, kein Händler. Ich kann Ihnen jeden Tag etwas Heilpulver geben. Aber dafür müssen Sie ein Freund der Legion sein. Über die Effektivität deines Heilpulvers. Was ist damit? Haben Sie einen Tipp? Noch nicht. Ich hätte da ein paar Fragen an Sie. Woher kommen Sie? Aus einer kleinen Stadt in New Mexico. Die Legion hat sie vor ein paar Jahren niedergebrannt. So bin ich hier gelandet. Ja, meine hat so blöd rumgewabbelt mit diesem gelben Licht, dass es quasi eine Benachrichtigung gibt, deswegen das wollte ich weghaben. Habe überlegt, mich zu muten, aber dann war es schon passiert. Wie lange sind Sie schon eine Sklavin? Schon seit 3 Jahren. Käme ich nur über den Fluss, dann wäre ich frei. Aber ich versuch's nicht. Ich weiß, was passiert, wenn man gefangen wird. Wie werden Frauen hier behandelt? Wir sind Eigentum.
Wenn man zu jung oder zu alt ist, lassen einen die Männer in Ruhe. Normalerweise. Was weißt du über den Legat Lanius? Den Legaten sollte man nicht hintergehen. Insbesondere als Frau. Mehr will ich dazu nicht sagen. Okay. Ich hätte gerne etwas Heilpulver. Das kann ich nur machen. Gut, ich bin kein Freund der Legion, ich hab's kapiert. Blöde Kuh. Discord ist eine Mischung, also wirklich zu 100% eine Mischung, ein Kind aus Teamspeak und Discord. Skype. Das uneheliche Kind zwischen Skype. Oh, hallo Looper. Es kommen nur selten Fremde ins Fort. Wenn sie sich benehmen, kommen sie vielleicht auch wieder lebend raus. Ich bin Anthony, der Herr der Hunde. Netter Hund. Looper? Ja, sie ist die Mutter unserer besten Hunde. Langsam wird sie alt, aber sie ist immer noch ein harter Brocken. Stimmt's, mein Mädchen? Wuff. Ich hätte noch ein paar Fragen. Ja? Woher bekommt die Legion ihre Hunde? Die meisten züchten wir selbst, aber manchmal bekommen wir auch ein paar aus Denver. Die treiben sich dort überall in der Stadt herum. Sie trainieren die Hunde? Ja, schon seit ich klein bin. Wenn ich etwas sage, dann spuren die Mischlinge. Und zwar sofort. Was können Sie mir über Legat Lanius erzählen? Caesar brauchte viele Jahre, bis er Lanius' Stamm bezwingen konnte. Danach zeigte er sich gnädig und nahm die Überlebenden in die Legion auf. Wäre der Kampf anders verlaufen, wäre Caesar jetzt tot. Lanius wird das Monster des Ostens genannt, weil er niemals Gnade zeigt. Ja. Vexalarius. Sklaven sind in der Arena keine große Herausforderung. Oh, damit will ich schießen. Haubitze untersuchen. Ohne Ersatzabfeuerrichtung ist die Haubitze nutzlos. Könnte ich denn auf irgendwas schießen, oder was? Theoretisch. Guten Morgen. Okay, aber da ich ja eh lade, gucke ich mich jetzt da unten nicht mehr um, sondern gehe jetzt direkt zu Caesar. Hallo. Boff. Da wie er da drin hockt. Ich bin der Boss. Und dieses Ding hier macht Party. Hi. Und so treffe ich endlich den Kurier, der so viel in so kurzer Zeit erreicht hat. Genau deshalb habe ich sie hierher zitiert. Ich meine, ein Mann tötet sie fast und ihre Reaktion ist es, ihn quer durch die gesamte Mojave zu verfolgen? Sie kommen auf dem Strip an und spazieren ins Lucky 38, als hätte ihnen jemand einen Schlüssel unter den Fußabtreter gelegt? Sie besuchen das Tops und plötzlich flieht der Anführer der Vorsitzenden wie ein winselnder Welpe vom Strip? Wenn sie sich etwas in den Kopf setzen, dann folgen Ergebnisse. Das gefällt mir. Die Frage ist, sind sie bereit anzufangen? Woher wissen sie so viel über mich? Ich habe überall Augen und Ohren. Es geziemt sich doch kaum für mich, den Westen blind und taub zu erobern, hm? Es war nicht allzu schwer, ihre Fortschritte zu verfolgen. Schließlich haben sie sich nicht gerade unauffällig verhalten. Schon sehr bald wird meine Legion den großen Staudamm angreifen und den Westen erobern. Zuvor möchte ich, dass Mr. House mit ein paar schnellen Überraschungsschlägen aus dem Spiel geworfen wird. Und Sie werden das Schlagen übernehmen. Lassen Sie mich einfach mit Benny abrechnen und schon bin ich wieder weg. Benny ist mein Gefangener. Sie werden das mit ihm erledigen. Wenn Sie das mit mir erledigt haben. Keine Angst. Sie werden seinen Platin-Chip bekommen. Und dann werden Sie ihn so verwenden, wie ich es Ihnen sage. Was sollte ich gleich nochmal tun? Am Fuße des Hügels am Westrand des Lagers befindet sich ein altes Gebäude. Es war schon da, als das Fort 2277 erobert wurde. In diesem Gebäude ist eine Luke. Und innerhalb dieser Luke sind zwei Stahltüren, die das Zeichen des Casinos Lucky 38 tragen. Dasselbe Zeichen befindet sich auf dem Platin-Chip, den Benny bei sich trug, als wir ihn gefangen genommen haben. Ist das nicht interessant? Was noch interessanter ist, auf der Konsole, die die Luke öffnet, befindet sich eine Einbuchtung in der Größe des Chips. Wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, der Chip öffnet diese Türen.
Türen, die weder mit Gewalt noch mit Sprengstoff zu öffnen sind. Das habe ich nämlich bereits versucht. Was ist auf der anderen Seite dieser Türen? Bennys Theorie, soweit ich das bei all dem Geschrei verstehen konnte, war, dass Mr. House da unten irgendeine ultimative Waffe versteckt. Ein riesiger Roboter, der uns alle zertrampeln wird. Wen interessiert das schon? Egal, was es ist. House hat es gebaut und es muss zerstört werden. Vielleicht könnte Benny das für Sie erledigen. Konnten sich nicht Ihre Legionäre darum kümmern? Ja, aber dann müsste ich sie töten. Sie kapieren es nicht, oder? Meine Waffen sind aus Blut, Fleisch, Sehnen und Knochen geschmiedet. Sterbliche Dinge, sogar zerbrechliche. Und doch gehorcht mir meine Legion bis zum Tode. Warum? Weil sie leben, um dem Allgemeinwohl zu dienen und keine Alternativen kennen. Die Maschinen und Technologie von Haus. Was bieten sie? Doch nur die Möglichkeit eines Sieges ohne Opfer. Kein vergossenes Blut, nur Schrauben. Diese Idee sollte nicht verbreitet werden. Wenn die Menschheit diesen Moment der Geschichte überleben soll, braucht sie Krieger, nicht Apparate. Das war eine Anspielung auf Liberty Prime, ja. Das Spiel kam ja nur ein Jahr nach Fallout 3 raus. Also die haben das dann innerhalb von einem Jahr haben sie dieses Spiel gemacht. Ich möchte, dass sie alles zerstören, was sie dort finden. Anschließend kommen sie wieder hierher und berichten mir darüber. Gehen Sie also zu diesem Gebäude und nehmen Sie diesen verdammten Platin-Chip mit. Meine Legionäre erwarten Sie dort mit Ihrer Ausrüstung. Reden Sie auf dem Weg nach draußen mit Benny. Er weiß, dass Sie seine Todesart auswählen. Vielleicht wollen Sie ihm das noch unter die Nase reiben. Platin-Chip hinzugefügt. Die neuen Sklavinnen sehen ziemlich gut aus. Nicht wahr? Ah, da ist er ja. Du kleiner Wortbrecher, du. Lass mich leben, Benny. Ich komm nie zurück, ich schwör's. Was für ein Verräter. Ach, egal. Nun mach schon und lach, Baby. Mir ist die Komik der Lage nicht entgangen. Ich werde später lachen. Wir haben Geschäftliches zu besprechen. Das stimmt, Baby. Das haben wir. Kommen wir zur Sache. Wie lief das Treffen mit dem Glatzkopf? Erzähl mir mehr von den Truppen, die Vegas regieren wollen. Mit welchem gierigen Anführer willst du anfangen? Das will ich aber auch meinen, Hex. Hättest du jetzt gesagt, dass du Benny meinst, dann, weiß ich nicht. Glaubst du, Caesar würde den Strip zerstören? Nö. Er schafft nur mit ein paar Kreuzigungen das richtige Ambiente. Komm mal her, damit ich dich treten kann. Die Legion ist total irre, Baby. Echte Loser, die den König der Widerlinge als eine Art Gott anbeten. Die sind schlimmer als Kakerlaken. Mein Tipp? Zieh deine Trampelschuhe an. Was ist so schlecht an der RNK? Hatten wir das nicht schon? Das einzig Gute an ihnen ist, dass sie nicht die Legion sind. Die RNK ist die größte Gaunerbande in der Mojave. Nur kann sie Gesetze erlassen, damit alle Verbrechen, die sie begeht, legal sind. Das ist genial. Und wenn ich keine dieser Möglichkeiten wähle? Ah, jetzt nähern wir uns der Sache. Das wäre eine echte Ring-a-Ding-Aktion, Baby. Erstmal machst du alles, was Mr. House von dir will. Befolg seine Befehle und zink die Karten für ihn. Aber wenn er mal nicht hinguckt, dann schmeißt du ihn aus dem Rennen und bringst irgendwie seine Securitrons unter deine Kontrolle. Sprich mit Ja-Sager. Das alte Schlitzohr kann nicht anders, als dir zu helfen. Erzähl mir von den drei Familien. Die Vorsitzenden trüben kein Wässerchen. Die Omertas sind völlig degeneriert. Die Feinschmecker sind irgendwie gruselig. Wenn du es richtig anstellst, dann sind die Familien bei deinem Plan dabei. Du musst nur ein wenig nachhelfen. Wieso sollte Mr. House nicht Vegas am Laufen halten? Mr. House hat Vegas also unter seinem Rock versteckt, als es vor 1000 Jahren Bomben hagelte? Gehört die Stadt deshalb für immer ihm? Glaubst du das? Baby, jeder Boss hat einen Grund, warum er angeblich was Besonderes ist und alle auf ihn hören sollen. Merkst du das jetzt erst? Das Baby würde besser passen, wenn ich weiblich wäre. Baby. So wirkt es ein bisschen komisch. Flair. Er sagt Ehre das zu oft, das ist das Problem.
Aber der alte Knacker ist ein Spießer, durch und durch. So, Vegas ist das Ding, Baby. Da ist es noch okay, aber zu sagen, Baby. Und so den Satz zu beginnen, weiß ich nicht. Würde eher passen, wenn ich eine Frau wäre. Also wenn er mich nicht ernst nimmt, weil ich quasi einen weiblichen Charakter spiele. Es gibt ja mit dem schwarze Witwe-Perk, kann man ja mit ihm schlafen und ihn im Schlaf dann töten. Und er lässt sich drauf ein, ne? Also, so viel dazu. Was würde ich deiner Meinung nach mit dem Chip machen? Klar, der Glatzkopf will, dass du in den Bunker steigst und zerstörst, was Mr. House da eingelagert hat. Das solltest du nicht tun, Baby. Was auch immer da unten sein mag, ist der Schlüssel zur Stadt namens Vegas. Tu lieber Folgendes. Du gehst da runter und benutzt den Chip so, wie Mr. House es von dir wollte. Dann gehst du zurück zum Strip und suchst Ja-Sager. Das alte Schlitzohr kann nicht anders, als dir zu helfen. Verstehst du? Erzähl mir mehr über dich. Ich bin der interessanteste Mensch, den ich kenne. Wow. Nannte sich dein Stamm immer die Vorsitzenden? Nee, damals nannten wir uns Schusters Rappen. Blöder Name. Aber so sind wir halt durch die Mojave geritten. Zu Fuß, weißt du? Wir waren nomadische Fieslinge, mit denen sich keiner angelegt hat. Eine Bande von Raufbolden, aber mit Stil. Bei der Renovierung des Tops haben die Bots Kisten mit Anzügen, Schlipsen und Schuhen abgeliefert. Sagten uns, wir wären jetzt die Vorsitzenden. Das gab riesen Ärger. Ich meinte, der Name passt. Ciao, alte Zeit. Wir swingen jetzt mit Stil. Wenn der Schuh passt, dann trägt man ihn. Wie lange warst du das Oberhaupt der Familie? 7 Jahre. Hab sie 3 Tage, nachdem Mr. House sich vorgestellt hat, übernommen. Unser damaliger Häuptling, ein Berg von einem Mann namens Bingo, wollte weiter umherziehen. Ich nicht. Und da hat er mich zum Messerkampf gefordert. Er sah so überrascht aus, als ich ihm das Messer in die Kehle gerammt habe. Hat sich für hart gehalten. Aber er war viel zu langsam. So wurde ich zum Häuptling. So war es damals halt. Wie hat sich Mr. House vorgestellt? Auch wahrscheinlich vorgestellt im Sinne von... Wir waren östlich von Vegas, als der erste Securitron, den wir je sahen, auf uns zurollte. Hatten ihn in einer Minute zerlegt. Am nächsten Tag kamen 20... Also haben wir zugehört. Sie meinten, wir wären auserwählt. Vegas bräuchte uns zur Verteidigung. Dafür würden wir bequeme Hütten, volle Bäuche und ärztliche Betreuung kriegen. Anders gesagt, alles, was man als Nomade nie kriegt. Der Großteil des Stammes wollte Nein sagen, aber ich hielt das für die beste Idee aller Zeiten. Was ist doch nach deiner Flucht aus dem Tops passiert? Ich ziehe den Begriff Ortswechsel vor. Ich habe all meine Stealth-Boys benutzt, um den Fluss bei Cottonwood Cove zu überqueren. War brenzlig, in einem Boot voller Legionäre zu sitzen. Als ich drüben war, habe ich die Uniform eines toten Legionärs angezogen. Hab versucht, in den Bunker zu schleichen. Hat aber nicht geklappt. Sie haben den Chip gefunden. Ich wollte ihnen nicht sagen, wozu der gut ist, aber... Naja... Sie können sehr überzeugend sein. Caesar sagt, dass ich über deine Todesart entscheiden darf. Grinst mal nicht so breit, sonst werden die Milchzähne sauer. Ja, der Glatzkopf hat gesagt, dass du es entschieden hast. Also, was soll es sein? Besondere Vorlieben? Yep, steinalt in memeinem Bett zu sterben, nachdem mich 30 sexhungrige Miezen durchgenommen haben. Kriegst du das hin? Schau mal, ich mach mir nicht viel aus Illusionen. Ich erwarte ja nicht mal mehr, aus diesem Budenzauber heil rauszukommen. Deshalb übergebe ich dir meinen Plan, Baby. Das nennt man wohl ein Erbe antreten. Was, wenn ich dir zur Flucht verhelfe? Nettes Angebot, Baby. Aber wenn du diese Fesseln durchschneidest, dann kommt jeder Legionär aus dem Lager angelaufen. Und sie haben Macheten. Wenn ich andererseits einen Stealth Boy und eine Haarklammer hätte, dann würde ich das alleine hinkriegen. Weißt du, was ich meine? Träum weiter. Niemand mag leere Versprechungen, Baby. Tschüss Wochenende, X. Gut. Wenn er jetzt aber gehen muss, dann nehmen wir die Chance wahr und spielen wieder weiter. Wir haben jetzt ihm das vorgezeigt. Ich hoffe, das war für alle Beteiligten in Ordnung. Auch im VOD.
Das ist nur die Frage, lade ich den Speicher, bevor ich zum Fort überfahre? Oder bevor ich überhaupt mit Benny geredet habe? Welchen von den Speicherständen soll ich laden? Ich glaube den, bevor ich mit Benny geredet habe. Ich glaube, der ist schlauer. So wie ich es ursprünglich vorhatte. Gesetzt im Fall, der wartet da jetzt wirklich. Ich meine, was passiert denn, wenn ich jetzt einfach mal warte? Ich glaube, der wartet da. Ich glaube, der bewegt sich nicht mehr weg. Es ist jetzt dieser... Da ist ja der High Roller. Das ist dieser Triggerpunkt, dass er da halt wartet und dann nicht mehr weggeht. Anscheinend. Selbst wenn ich jetzt rausgehe und wieder reingehe, ich denke, er wird hier bleiben. Ich probiere das mal kurz. Okay, oder das Spiel stürzt ab. Wir werden nie erfahren, ob er da bleibt. Das ist schon wieder so, dass das Bild nicht wiederkommt. Wahrscheinlich muss ich es jetzt wieder neu hinzufügen. Spielquelle. New Vegas. Quelle hinzufügen. Bestimmtes Fenster. Schließen. Gut, selbes Spiel probieren wir nochmal. Vielleicht buggt das Spiel ja jetzt auch. Ich komme nicht mehr raus. Hier lang. Hi. Hi. Scheint zu funktionieren. Was mich interessiert, ich probiere jetzt mal kurz was. Ganz kurz. Ah, das war diese Höhle. Ich habe ja keine negative Reputation mehr bekommen. Das ist jetzt einfach eine Folge, in der ich ein bisschen ausprobiere. Ist jetzt halt so. Oder was heißt Folge? Stream. Ich habe ja keine negative Reputation durchs Klauen bekommen. Vielleicht sorgt der Chip dafür, dass ich neutral bleibe. Da lang, oder? Hier so. Weil dann würde ich jetzt kurz... Aua. Ich glaube, das ist mir vorhin auch passiert. Kurz was bei den Clown schauen, ob ich negative Reputation bekomme. Und wenn nicht, dann kann ich auch den Speicherstand nehmen, bevor ich eben überschippe. Ich überschippe jetzt. Weil ich ein Boot suche, das zu mir passt. Das ist jetzt auch eine verzwickte Lage. Also am liebsten würde ich jetzt einfach weiterspielen und es halt so sein lassen, wie es ist. Aber au, meine Ohren! Beruhigt euch. Aber ich will mir jetzt halt nichts verpassen. Ich will nichts kaputt machen. Versteht's ja, wenn ich jetzt schon mal wieder hier reinzock und so viel erleben möchte, wie es nur geht. Vielleicht könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen. Genau. Statt verführt, überführt. Alle 10 Minuten auf Parship überführt sie ein Schiff. Okay.
dieser Mord ist ein bisschen, weiß ich nicht, weil ich aus sehr unglaubhafter Höhe schon anfange zu ragdollen. So. Darf, oh Mann. Darf ich hier überhaupt sein, wenn ich diesen Chip nicht habe? Halt, was haben Sie in... Ja, dann spricht mich er wieder an. Aber dann kann ich ja mit Sprache sagen, ich bin Händler. Okay. Gut. Dann gehe ich jetzt da oben rein. Und klau. Ne, hier gibt es auch keine negative Reputation. Ich denke einfach mal. So, ist Benny jetzt noch da? Ich kann von hier drin nicht reisen, ich Idiot. Natürlich. Wenn er jetzt noch da ist, dann kann ich es bei dem Speicherstand lassen, denke ich. Ich glaube auch nicht, dass er weggeht, aber sicher ist... Gehen Sie weiter. Danke. Aber sicher ist sicher. Ich glaube, ich bin da ein bisschen gestraft von Gothic, weil in Gothic sind die Triggerpunkte manchmal so schwammig, dass schon ein kleines Kieselsteinchen eine Lawine ins Rollen bringt. Aber auch lustig, dass er einfach auf seinem Zimmer bleibt und nie wieder rausgeht. Ja, er ist noch hier. Okay. Gut. Ah, da ist ja der High Roller. Hi. Oh. War da eine Fliege? War da eine Mücke? Oh, du Armer.